Gestern ein spektakuläres Spiel, 3:3 am Ende. Ja, wie fällt dein Fazit aus dazu? Ich würde sagen, dass wir richtig gut gestartet sind in der ersten Halbzeit, mit 2:0 dann in die Halbzeit gehen. Dann die zweite Halbzeit nicht gut angefangen, aber da früh das Gegentor bekommen zum 2:1. Haben es dann wieder ein bisschen in die Hand genommen, haben es 3:1 gemacht und ja, aus welchen Gründen auch immer haben wir dann ja, das Spiel aus der Hand gegeben. Wir sind nicht mehr so in die Zweikämpfe gekommen, haben den Ball nicht mehr gut laufen lassen. Und ja, Osnabrück hat es besser gemacht, hat es gut gemacht und am Ende steht es 3:3 da. Das ist vielleicht ein bisschen exemplarisch auch für die Liga, dass man dann am Ende sogar fast noch zufrieden sein muss, dass man immerhin einen Punkt mitnimmt in einem ganz engen Spiel. Ja, die Liga ist sehr, sehr ausgeglichen. Ist egal, gegen wen man spielt, Woche für Woche wird man da gefordert. Ich denke, wir hatten auch schon die Spiele, wo wir dann am Ende noch gedreht haben, wo für uns wo wir das Spiel einfach für uns gedreht haben. Das ist diesmal aus einer Brücke gelungen. Das heißt einfach den Punkt mitnehmen und ja, jetzt dann Fokus wieder auf nächste Woche in Darmstadt. Für dich persönlich war es jetzt das erste Spiel in dieser Saison, gleich von Beginn an. Wie hast du dich gefühlt? Wie schön war das für dich, jetzt zum Einsatz zu kommen? Ja, natürlich hat man sich da darauf gefreut. Es war jetzt auch schon der 12. Spieltag. Es ist schon eine ganze Zeit lang her, wo man da nicht gespielt hat. Ich denke, dass ich es ganz ordentlich gemacht habe. Zweite Halbzeit oder gegen Ende des Spiels hat man dann schon gemerkt, dass man dann nicht mehr so regelmäßig gespielt hat. Die Kraft hat nachgelassen. Und das heißt jetzt einfach, die nächste Woche, da über die Spiele dann die Kraft zu sammeln, dass man wieder richtig Gas geben kann. Du sprichst jetzt schon an, dass es eine ganze Weile war, wo du jetzt warten musstest. Wie, gib uns doch mal einen Einblick, wie macht man das dann als Spieler, der gerade nicht so zum Einsatz kommt? Ja, es ist natürlich immer schwer, wenn man dann nur Woche für Woche trainiert, möglichst sein Bestes immer gibt, immer positiv bleibt und ja, dann auf seine Chance wartet. Das habe ich gemacht. Leider, muss man sagen, durch die Verletzungen jetzt vom Andi, vom Bene. Aber das gehört natürlich zum Fußball dazu. Ich habe immer darauf gewartet. Ich habe mich empfohlen im Training. Ich denke, dass ich da immer Gas gegeben habe. Und ja, jetzt war es soweit. Und ich war sehr, sehr glücklich, dass da ja, so positiv geklappt hat. Jetzt ist nächste Woche Darmstadt auf dem Programm. Kennt ihr aus den letzten Jahren bestens. Was erwartet uns da für ein Spiel am Wellenfalltor? Ja, gegen Darmstadt sah man eigentlich mal gut aus. Es erwartet uns ja, eine super Stimmung in Darmstadt, eine körperbetonte, aggressive Mannschaft, die auch sehr viel Potenzial in der Offensive hat. Da müssen wir aufpassen und ja, unsere Fehler, was wir jetzt im letzten Heimspiel gegen Osnabrück gemacht haben, abstellen und dann möglichst als Sieger vom Platz gehen.